Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also gut, wir machen weiter. Wir machen weiter beim Thema, bei dem Thema, was die Öffentlichkeit offensichtlich wirklich ungeheuer interessiert. Sind wir allein im Universum? Und da wir ja schon einmal darüber gesprochen haben, nenne ich das heute, sind wir allein im Universum römisch 2. Mal gucken, wenn wir bei 500 oder 600 angekommen sind, ob ich dann noch irgendwas vergessen habe, was man zu diesem Thema sagen kann. Ich will Ihnen heute eine Geschichte erzählen von 1959. 1959 haben sich zum ersten Mal, ich schreibe das übrigens heute nicht an die Tafel, weil ich brauche die Tafel gleich noch für ein größeres Zahlenbeispiel. Es geht nämlich heute um Zahlen. 1959 haben sich Leute zusammengesetzt und haben sich was überlegt. Wie könnte man herausfinden, wie viele kommunikationsbereite Zivilisationen es in der Milchstraße gibt? Und das waren keine Spinner, die sich da zusammengesetzt haben, sondern es waren Naturwissenschaftler. Das war das erste Mal, dass sich eine Reihe von Leuten wirklich wissenschaftlich Gedanken darüber gemacht haben, wie viele außerirdische Intelligenzen könnte es denn im Universum überhaupt geben. Das Ganze fing damit an, dass zwei berühmte Physiker, Cocconi und Morrison, in einer sehr berühmten naturwissenschaftlichen Zeitung, die normalerweise nur seriöse Artikel zulässt, einen Artikel geschrieben hatten, in dem sie gesagt haben, Moment mal, wenn die anderen so clever sind wie wir, dann wissen die natürlich auch, dass Wasserstoff das häufigste Element im Universum ist. Und dann wissen die natürlich auch, dass dieser Wasserstoff einen Übergang hat, der im Radiobereich liegt, nämlich bei 21 Zentimeter bei 1,4 Gigahertz. Und wenn die anderen so clever sind wie wir, dann werden sie uns genau auf dieser Frequenz mitteilen, dass sie da sind. Und Cocconi und Morrison haben dann vorgeschlagen, mit großen Radioteleskopen den Himmel abzusuchen nach den Signalen von Außerirdischen. So nach dem Motto, piep, 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 wir haben euch alle lieb oder sowas. Irgend sowas hatte man erwartet auf dieser Sendefrequenz, auf dieser universellen Sendefrequenz, die deswegen universell ist, weil Wasserstoff ein universeller Stoff ist. Kaum hatten die beiden diesen Artikel geschrieben, outeten sich mehr und mehr sogenannte seriöse Naturwissenschaftler, und es waren in der Tat sehr, sehr wichtige Leute dabei, die haben sich dann 1960 zur sogenannten Green Bank Konferenz zusammengesetzt und haben sich überlegt, wovon kann es abhängen, dass eine Zivilisation auf einem Planeten sich dem Universum irgendwie mitteilt. Welche Faktoren gibt es da? Und es ging natürlich vor allen Dingen um die Milchstraße. Denn die Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre groß. Das heißt, ein Signal von einer Seite bis zur anderen braucht 100.000 Jahre. Also bis zur nächsten Milchstraße, bis zu Andromeda, sind es schon 2,25 Millionen Lichtjahre. Das heißt, ein Signal braucht 2,25 Millionen Jahre, um bis zu uns zu kommen. Dann hätten die anderen schon längst wissen müssen, dass es uns mal geben wird. Denn vor 2,25 Millionen Jahren haben wir uns dem Universum ja noch gar nicht mitgeteilt. Das tun wir erst seit 50 Jahren ungefähr. Seit 50 Jahren nämlich, wo es Radar gibt, Mikrowellensender, Radio und Fernsehen, teilen wir uns dem Universum sozusagen unbeabsichtigt natürlich mit, dass wir da sind. Ein ordentlicher Außerirdischer, der irgendwo anders über die gleiche Elektrik und die gleichen naturwissenschaftlichen Kenntnisse verfügt wie wir, der könnte uns feststellen. Der könnte die Radiostrahlung der Erde, künstliche Radiostrahlung der Erde, von der natürlichen Radiostrahlung der Sonne unterscheiden. Wüsste also, dass es uns gibt. Aber bleiben wir also bei dem Bereich von 100.000 Lichtjahren, unserer Milchstraße. Die haben damals gesagt, gut, die Anzahl N der kommunikationsbereiten Zivilisationen in unserer Milchstraße muss davon abhängig sein, wie viele Sterne es gibt. Ja? Also die Anzahl der Sterne. Die Anzahl der Sterne mussten jetzt multipliziert werden mit einer Wahrscheinlichkeit, dass so ein Stern Planeten besitzt. Nicht jeder Stern besitzt Planeten. Und hier in dieser Anzahl steckt auch noch drin, wie viele Sterne neu entstehen. Das ist also eine Zahl pro Jahr. Das wird jetzt multipliziert mit allerlei Wahrscheinlichkeiten, die eigentlich, sagen wir mal, die heißen Astro. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Dieser Wert geht von 0 bis 1. 0 heißt überhaupt nicht, 1 heißt 100%. Wie viele Sterne, die pro Jahr entstehen, haben ein Planetensystem? 100%, 50% oder weiter? Wie viele von diesen Planetensystemen haben Lebenszonen? Lebenszonen heißt, das Wasser soll nicht gefrieren und es soll nicht kochen. Das heißt, es soll ein gewisser Abstand von dem Stern sein. Wie viele von diesen Planetensystemen mit Lebenszonen haben in der Lebenszone einen Planet? Und entwickelt jeder Planet in einer Lebenszone auch Leben? Oder gibt es da gewisse Randbedingungen? Entwickelt dieser Planet, wenn er Leben entwickelt hat, entwickelt er immer intelligentes Leben? Das ist eine weitere
Wahrscheinlichkeit, die dazunimmt. Das heißt, Sie haben hier immer irgendwelche Faktoren zwischen 0 und 1. Es gibt also eine ganze Reihe von Faktoren, die da reinkommen. Und das sind alles Wahrscheinlichkeiten, die sozusagen zur Astronomie gehören. Dann ist natürlich die Frage der Wahrscheinlichkeiten der Biologie. Ja? Also, ist Leben immer intelligent? Man weiß ja so aus dem alltäglichen Leben, dass nicht jedes Lebewesen intelligent ist. Und schon gar nicht kommunikativ. Nicht jedes Lebewesen, was intelligent ist, ist es kommunikativ. Und zum Abschluss muss natürlich, damit hier nur eine Zahl rauskommt, denn hier, das sind ja Sterne pro Jahr, muss hier die Lebensdauer dieser Zivilisation hin. Und 1960 bei der Green-Bank-Formel, bei dieser Green-Bank-Gleichung, die genannt nach dieser Green-Bank-Konferenz, fingen also drei Gruppen von Wissenschaftlern an, sich über das Thema Gedanken zu machen. Und sie stellten eines fest. Wenn ich annehme, unsere Milchstraße, das wussten die damals auch schon, hat so ungefähr 100 Milliarden Sterne. Und die Milchstraße lebt so 10 Milliarden Jahre, dann macht sie im Jahr 10 Sterne. Das ist zwar grob falsch, aber für unsere Abschätzung reicht es. Am Anfang hat die Milchstraße viel mehr Sterne gemacht. Heute macht sie vielleicht noch eine Sonnenmasse pro Jahr, also einen Stern pro Jahr. Aber im Mittel reicht es. Also hier hätten wir 10. Diese Faktoren hier, die können von der Größenordnung 1 sein und kleiner. Denn das sind alles Faktoren zwischen 0 und 1. Also das wird irgendwie sowas sein wie 0,1 und kleiner als 0,1, teilweise sogar bis zu 0,01. Wir werden gleich sehen, wieso das so wichtig ist. Und hier hinten, bei der Lebensdauer der Zivilisation, da fingen die an, sich zu streiten. Da gab es nämlich drei Gruppen. Denken Sie dran, 1960, das war tiefster kalter Krieg. Da war hier hinten bei der Lebensdauer, hat man gesagt, wir schaffen den kalten Krieg sowieso nicht. Lebensdauer höchstens 100 Jahre. Also würde man hier 100 hinschreiben. Andere haben gesagt, Moment, Moment, wir werden das schon hinkriegen. Dann ist die maximale Lebensdauer einer Zivilisation ist dann von der Größenordnung der Lebensdauer der Sonne. 100 Milliarden Jahre. Eine Milliarde Jahre, 100 Milliarden, viel zu lange. Eine Milliarde Jahre und mehr. Das heißt, die Zahlen, die hierbei herauskamen, sind mehr oder weniger völlig unabhängig davon, welche Astrophysik dahinter steckt. Die einzige wirklich relevante Zahl ist die Lebensdauer der Zivilisation. Wie lange teilt sich eine Zivilisation dem Universum mit? Nun, wie haben die das wirklich abgeschätzt? Wie konnten die diese Zahl überhaupt rausbringen? Man hat damals einfach Folgendes gemacht, gesagt, unser Sonnensystem ist der Durchschnittsfall. In unserem Sonnensystem gibt es Planeten. Also nehmen wir mal an, es sind 50% der Sterne, die gemacht werden, sind tatsächlich Sterne mit Planetensystemen. Heutzutage haben wir ja schon Planetensysteme gefunden. Aber die sind nicht so angenehm für die Entstehung von Leben. Aber davon ein andermal. Nun, dieser Stern, nämlich unsere Sonne, hat eine Lebenszone. Nämlich gerade die Zone, in der drei Planeten drin sind, lustigerweise. An dem einen Rand, am äußeren Rand der Mars. Am inneren Rand die Venus. Und mittendrin die Erde. Das heißt, dieser eine Planet, es gibt einen Planeten in der Lebenszone mindestens. Dieser Planet entwickelt immer Leben. Dieses Leben entwickelt immer Intelligenz und diese Intelligenz ist immer noch kommunikativ, will also das Universum irgendwie erforschen. Das war der Beginn der wissenschaftlichen Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Seit dieser Zeit hat man immer wieder versucht, mit Radioteleskopen das Universum abzuhorchen und nachzusehen, ob es nicht vielleicht doch irgendwo ein Signal gibt, das auf intelligente Lebewesen hindeutet. In dieser Formel ist übrigens ein Faktor, der fehlt leider. Das hat man erst in den letzten Jahren herausgefunden. Das ist nämlich der sogenannte Senator-Brockmeier-Faktor. Brockmeier hieß er, Brockmeier. Senator Brockmeier ist dafür verantwortlich, dass die NASA heute mit diesem Search for Extraterrestrial Intelligence nichts mehr zu tun hat.